In den USA gerät Präsident Joe Biden innenpolitisch immer stärker unter Druck. Er ist im dritten Jahr seiner Amtszeit so unbeliebt wie kaum ein anderer US-Präsident vor ihm. Vor allem geht es auch immer wieder um sein Alter. Für den 80-Jährigen, der sich um eine zweite Amtszeit als amerikanischer Präsident bewirbt, droht dies zu einer schweren Hypothek zu werden. Michael Wöhnweber. Joe Biden muss kämpfen. Nur noch 39% der Amerikaner sind mit seiner Amtsführung zufrieden. Lediglich Jimmy Carter vor 44 Jahren hatte noch schlechtere Werte. Erstaunlich, Joe Biden ist auf dem Weg zum unbeliebtesten Präsidenten in der Geschichte der USA zu werden. Und für 3/4 der Amerikaner ist der Mann im Weißen Haus einfach zu alt. Solche Bilder tragen dann auch nicht dazu bei, einen dynamischen Eindruck zu verleihen. He's too old. Er ist zu alt, er weiß nicht, was er tut. Ich denke, es gäbe einen besseren Präsidentschaftskandidaten. Er hat so eine positive Haltung. Das brauchen wir. Immerhin also, es gibt auch glühende Verehrer. Allerdings sagen selbst 67% der Demokraten, sie hätten jetzt lieber einen anderen Kandidaten, 13% mehr noch als im April. Problem für Biden, trotz massiv weniger Arbeitslose und weniger Inflation, glauben 58% der Amerikaner, die Lage habe sich verschlechtert. Sogar noch einmal deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Der Aufschwung geht an Biden völlig vorbei. Pech für den Präsidenten und davon profitieren seine Gegner. Im direkten Vergleich liegt Trump jetzt vorne. 46-47. Und Ron DeSantis hat Augenhöhe erreicht. Auch Mike Pence hätte im Moment gute Karten. Nikki Haley würde Biden sogar mit 49-43% enteilen. Trotz der katastrophalen Werte, das Biden-Lager macht auf Zuversicht. Der Hausherr im Weißen Haus setzt darauf, noch einmal gegen den vermeintlichen Straftäter Donald Trump antreten zu dürfen. In diesem Duell sieht er sich als die sicherste Bank der Demokraten. Sollten sich die Republikaner am Ende vielleicht aber doch noch besinnen, nicht das Enfant terrible der amerikanischen Politik ins Rennen zu schicken, sollte sich der amerikanische Präsident noch ein paar Sorgen mehr machen.